diese Endverstärker, die wir jetzt hier entworfen haben, die bauen halt natürlich auf dem auf, was Burmeister über Jahre als Kernkompetenz im Bau des Endverstärkers für sich auch in Anspruch nimmt. Einmal im Technischen und zum anderen natürlich aber auch auf der Ebene des Designs. Das Design unserer beiden Endverstärker hier ist ein sehr kompaktes. Wir haben uns auf das Wesentliche reduziert. Wir haben für klare Kanten gesorgt, für eine klare Linie auch bei beiden. Beide Endverstärker haben den gleichen Aufbau, wenn es darum geht, die entscheidenden klangbeeinflussenden Bauelemente in der Verwendung zu haben. Wir haben in beiden Endverstärkern Transformatoren eingesetzt, die besonders arm sind an Störungen, die besonders arm sind auch an Streuung. Wir haben in beiden dort dafür gesorgt, dass die Signalwege auch mit den entsprechenden Materialien so aufgebaut sind, dass eben die Beeinflussung auf das ursprüngliche Saal so gering wie möglich ist. Die 216 ist ein Endverstärker, der Einsatz findet in unserer Topline und dort auch der perfekte Partner ist für unsere Lautsprecher in kleinen bis mittelgroßen Räumen. Die 218 geht nochmal einen ganz großen Schritt nach vorne, was die Leistungsreserven anbetrifft. Wir haben wesentlich großzügiger dimensioniert. Wir sind auch hier in einem Bereich, wo wir auch eine viel größere Spannungsversorgung zur Verfügung stellen. Das heißt, der Transformator ist wesentlich überdimensioniert. Wir haben eine viel größere Energiebereitstellung, genau da, wo sie auch benötigt wird. Und somit erreichen wir mit der 218 eben auch, dass wir hier einen Partner haben für unsere mittelgroßen bis großen Lautsprecher, also dort entsprechend ein Setup dem Kunden an die Hand geben können, um in der Referenzline eben ein wunderbares Ensemble an Geräten zu haben, die er dann nutzen kann für seine Wiedergabe. In Bezug auf den Aufbau der Innenverstärker im Inneren haben wir natürlich besonders darauf Wert gelegt, auch hochwertige Materialien für unsere Verkabelung zu benutzen. Speziell im Eingangsbereich werden Silberkabel verwendet, die dafür sorgen, dass das Signal unverfälscht an die Signalverarbeitung gelangt innerhalb des Gerätes. Im Ausgangsbereich haben wir so ausreichend dimensioniert, dass eben auch dort eine Beeinflussung des Signals nach der Verarbeitung ausgeschlossen wird. In beiden Endverstärkern haben wir jetzt entsprechend in der Elektronik eine wesentlich verbesserte Schutzschaltung in Anwendung gebracht, die auch nicht im Signalweg liegt und somit auch nicht einen Einfluss auf das Signal nimmt. Durch unsere sehr enge Auswahl an Toleranzen für die Bauteile kann sich der Kunde sehr sicher sein bei Burmeister, dass ein Gerät, das 5 Jahre alt ist, auch perfekt matcht zu einem Gerät, das er gerade erst gekauft hat, gerade wenn es darum geht, dann beide miteinander in einer Signalkette zu vereinen. Im Grunde genommen verfolgen wir die gleiche Philosophie, die wir bei allen unseren Endverstärkern verfolgen. Wir haben die Struktur viel einfacher gestaltet. Wir benutzen aber immer noch unser klassisches Kühlrippenmuster, sodass wir unsere Geräte auch wiedererkennbar finden. Wir haben sie jetzt ganz nah herangebracht an unser Flaggschiff, an die 159 vom Designanspruch her, sodass die zwei neuen Endstufen sich technisch gesehen auf einem anderen Level befinden, optisch gesehen aber sich einreihen in das neue Design. Vorher sind es nur Messwerte, die man hat. Wenn man dann aber einmal tatsächlich davor sitzt und dann die ersten Klänge aus den Lautsprechern kommen und man weiß, da steht jetzt genau das Gerät, wo du dir jetzt Monate vorher auch die Gedanken dazu gemacht hast und Messreihen aufgenommen hast und du hörst die ersten Instrumente, dann bekommst du dann auch nochmal tatsächlich dieses Gänsehautgefühl und dieses Gefühl, okay, das war genau richtig, wir haben genau in die richtige Richtung gedacht und auch entwickelt.